und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind in Sasau und ich habe überraschend diese Nacht beim Schlafen die Trinkfestigkeit nochmal verbessert, was daran liegt, dass wir in der letzten Folge von dem Freskenmaler hier unten ein Buch gekauft haben, ein Fertigkeitenbuch zum Thema Trinkfestigkeit. Und ich habe ja vom Lesen her eine Spezialisierung, dass ich über Nacht beim Schlafen oder beim Warten, ich glaube beim Schlafen, ich weiß nicht, ob es auch beim Warten ist, aber auf jeden Fall beim Schlafen lese ich quasi automatisch das Buch weiter, das ich am meisten gelesen habe bis zu diesem Zeitpunkt. Und scheinbar scheint sich das auch auf Bücher zu beziehen, die ich noch nicht angefangen habe zu lesen. Ich habe nämlich schon nachgeschaut gerade. Das Leben im Wirtshaus 2, das haben wir von dem Freskenmaler gekauft in der letzten Folge. Und das habe ich jetzt über Nacht plötzlich 45% gelesen. Und ich hatte vorher noch nicht damit angefangen. Das war das einzige Buch in meinem Inventar, das ich überhaupt lesen kann zu dem Zeitpunkt. Beziehungsweise ist wahrscheinlich sogar das einzige Buch in meinem Inventar. Weil ich die Bücher, die ich nicht lesen kann, weil ich mit der Stufe noch nicht hoch genug bin, die habe ich meistens im Pferdeinventar mit dabei. Und deshalb ist dies das einzige Buch, das ich lesen konnte. Ja, und das hat jetzt automatisch über Nacht wurde das begonnen, das zu lesen und ist 45% weit gekommen. Und das hat gereicht, um die Trinkfestigkeit schon einmal zu verbessern. Wir schauen uns mal kurz den Text an. Denn in den nächsten Nächten wird das dann wahrscheinlich zu Ende gelesen und ich schaue ja immer noch mal gerne rein. Also das Leben im Wirtshaus. Mittwochs bin ich in der Schenke zur Waldwiese und donnerstags kehre ich dort wieder ein. Okay. Ein regelmäßiges Gesicht also dort. Ein regelmäßiger Gast. Alles klar, ja, dann wird wahrscheinlich beim nächsten Mal schlafen, wird das Buch auch wieder weitergelesen. Und irgendwann haben wir es dann halt ausgelesen. Oder wenn wir zwischendurch irgendwo warten müssen, lese ich es vielleicht auch nochmal aktiv weiter. Okay, wer sitzt hier unten? Ach, das ist der Freskenmaler, glaube ich sogar, ja. Der Freskenmaler. Mit ihm können wir handeln oder würfeln. Haben wir in der letzten Folge beides getan. Habe ich aber jetzt nicht vor. Ich werde jetzt als erstes mal zu dem Metzger gehen, hier unten wieder. Und versuchen, mein Wildschweinfleisch loszuwerden. Erstmal gucken, ob das noch frisch ist. Das hatte ich ja ins Pferd gepackt, weil ich überlastet war. Packen wir das mal wieder zurück. Was natürlich dumm ist, weil ich jetzt noch immer hinlaufen muss. Na, es ist nicht mehr frisch. Nein, es ist nicht mehr frisch genug. Oh nein. Ach komm schon, ich habe das erst auf dem Weg hierhin gestern, habe ich das Wildschwein geschossen. Und jetzt ist es schon nicht mehr frisch genug, sonst hätte ich nämlich gerade die Meldung bekommen, dass ich die 40 Stück Wildschweinfleisch habe. Ah, das war mal wieder so blödes Timing, dass ich wieder nachts hier angekommen bin und dieser blöde Metzger dauernd schläft. Mann ey. Richtig blöd, dann muss ich es ihm jetzt normal verkaufen. Ach Mann, das ist richtig dämlich. Das ist immer wieder das Problem, dass man immer überall... Ich komme immer überall nachts an. Das ist total blöd. Und dann muss ich immer entweder warten oder halt... keine Ahnung, was anderes machen in der Zwischenzeit. Aber dann ist das Fleisch schon wieder schlecht, bis dann der nächste Tag angebrochen ist. Ah, richtig mies. Naja, aber dann, wie gesagt, werden wir es ihm einfach so verkaufen noch. Wenn er mit mir handelt, ist natürlich auch die Frage. Hier, Metzger. Ach, komm schon. Rede mit mir! Guten Tag. Na, toll. Ach, ganz großartig. Mach's gut. Darüber hatten wir schon gesprochen und das Vieh möchte ich nicht mehr kaufen. Gut, dann muss ich mit, hier, mit ihr reden. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein, edler Ritter? Also am besten immer morgens früh jagen gehen und dann direkt... Das war so klar. Das war so klar. Händlerbug. Die handelt wieder nicht mit mir, weil hier der Bug wieder... Ach, es war so klar. Und es geht mir auf den Keks so ein bisschen. Ladenwache, mit der kann ich nichts anfangen. Ich versuche es nochmal mit ihr zu reden. Lebe wohl. Nein. Es geht nichts. Ach. Ich mag das echt nicht. Das ist echt frustrierend. Jetzt muss ich mir irgendwie einen anderen Händler suchen, der Fleisch nimmt.
Auf dem Platz stehen ja noch so ein paar Leute rum, aber trotzdem. Das ist einfach ärgerlich. Wer weiß, wer von denen auch nicht mit mir handelt. Das ist echt so ein bisschen... Na, das nervt mich. Naja, aber ansonsten versuchen wir... Ich gehe mal einfach zu dem hier, weil der jetzt gerade hier als nächstes ist. Ansonsten versuchen wir herauszufinden, im Zuge der Hauptquest, wer die Münzfälscher mit Rohstoffen versorgt. Erstmal jetzt mit dem Händler reden. Guten Tag. So, bitte handle mit mir. Alles Gute. Ach, ich krieg die Krise. Der auch, der ist auch betroffen. Oh Mann! Also, während ich weiter auf der Suche nach einem Händler bin, wir versuchen herauszufinden, wer die Münzfälscher mit Rohstoffen beliefert, und zwar mit Kupfer und mit Quecksilber. Und unsere bisherigen Spuren sind, dass im Kloster, beim Klostermeier offenbar Quecksilber unterschlagen wird und da irgendwie verschwindet. Und wir sollen die Schmiede befragen wegen des Kupfers. Das werden wir alles gleich machen. Nachdem ich hoffentlich irgendwann einen Händler gefunden habe. Okay, die hier hat eher Obst und Gemüse. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ich bin einfach nur frustriert. Okay, sie handelt mit mir. Ist das schön. So, dann verkaufen wir hier das Wildschweinfleisch. Ja, das ist... Okay, also unser Freskenmaler hat mir in der letzten Folge, glaube ich, 3,8 Groschen pro Stück gegeben. Und sie bietet mir jetzt gerade noch 1,9. Aber komm, bevor es ganz um ist und ich es gar nicht mehr loswerde, nehme ich das. Okay, ich habe natürlich hat sie überhaupt nicht so viel Geld. Ah, es ist doch ein Kreuz mit dieser Handelei. Ah, das kann ich nicht machen, oder? Ich kann nicht Ware für 240 Groschen nur für 50 Groschen rausgeben. Das kann ich doch nicht tun. Naja, gib mir irgendwas wieder zurück. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Hey, wer sagt das? Irgendjemand ruft Salami, Würste, irgendjemand verkauft da Fleisch. Ich muss weitersuchen. So, gib mir einfach all dein Geld. Nein, das ist ein bisschen zu viel. Komm, hier. Endlich eine vernünftige Summe. Endlich, als hätten wir schon ewig gehandelt. So, wer will hier Salami verkaufen? Sie hier? Sie. Fleisch, hier. Bitte handle mit mir, bitte handle mit mir. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Aha. Ich komme mir vor wie ein Aussätziger. Oh, hier auch. Die Metzger und die Schneider sind hauptsächlich betroffen, glaube ich. Sie handelt auch wieder nicht mit mir. Also da ist auch wieder der Bug halt. Ah, das ist so frustrierend. Das ist so nervig. Gab es hier sonst noch jemanden? Gab es hier nicht auch noch irgendwie... Ach, Mann. Ist hier nicht noch ein Händler drin? Ja, doch. Skalitzer Pfarrer, der verkauft aber nichts. Was machst du hier? Schilde? Meister Otto. Wer bist du denn, Meister Otto? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich brauche einen Rüstschmied. Ah, okay. Ach, jetzt sind wir schon wieder voll in der Quest drin. Okay, alles klar. Okay, wir sind hier beim Schmied. Auf jeden Fall. Hätte ich auch wissen können. Das ist noch ein Schmied sogar. Krass. Das sind dann sogar mindestens 4 Schmiede hier im Ort. Okay. Arbeitest du mit Kupfer? Ich brauche einen Rüstschmied für Pribislavitz. Was kannst du... Obwohl, nee, ich habe... Habe ich Waffe genommen oder Rüstung? Nee, ich habe Waffe genommen, oder? Ich brauche eigentlich einen Waffenschmied, glaube ich. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Ach komm, erzähl mir einfach mal was. Was kannst du mir über die Schmiede hier in Sasau sagen? Kommt darauf an, über welche du etwas wissen willst. In der Stadt arbeitet Mikesh, ein ehrlicher Handwerker. Und im Hof des Klosters, Zach. Über ihn kann ich allerdings nicht viel Gutes sagen. Ich habe ja die Vermutung, dass er damit zu tun haben könnte, aber erzähl mir trotzdem mal was über Mikesh. Erzähl mir von Mikesh. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker.
Das kann man nicht von jedem Schmied in der Stadt behaupten. Was ist mit Zach, dem Schmied im Kloster? Tja, wie soll ich sagen? Wir sind nicht oft einer Meinung. Er wollte mein Geschäft kaufen, aber ich habe abgelehnt. Seitdem verliert er kein gutes Wort über mich. Ah, okay. Ja, wir haben in der letzten Folge gehört, dass die Menschen im Kloster sich beschweren, weil sie nichts, dass sie nachts nicht schlafen können, weil der Schmied bis zum Morgengrauen arbeitet. Also der arbeitet die ganze Nacht durch. Und das ist für uns auch ein Hinweis darauf, dass der Schmied beim Kloster etwas damit zu tun haben könnte. Und demnach scheint das dieser Zach zu sein. Das wäre alles. Danke. Stellst du Sachen aus Kupfer her, Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Aha, alle Wege führen zu Zach. Ja, und nach dem Kupfer fragen wir, weil die gefälschten Münzen halt einen Kern aus Kupfer haben. Also das sind quasi Kupfermünzen, die mit Silberamalgam überzogen wurden. Und demnach braucht man eben viel Kupfer für die Herstellung. Und das führt uns jetzt zu Zach. Okay, und das mit dem Rüstschmied, weiß ich jetzt gar nicht. Nicht, dass ich mir den falschen Schmied nach Pribislavitz hole. Ich meine, also wenn es einen Unterschied macht, dann brauche ich, glaube ich, einen Waffenschmied. Alles Gute. Aber der wird wahrscheinlich auch, wenn das hier der einzige Rüstschmied vor Ort ist, dann wird der wahrscheinlich auch nicht mitkommen wollen. Rüstmeister, naja, ich wollte eigentlich mein Fleisch verkaufen. War auch eine dumme Idee, hier reinzugehen. Ich habe nicht so wirklich auf die Beschilderung geachtet. Obwohl ich hier genau, ich habe genau hier drauf... Ne, das sieht aber auch aus wie... Okay, das soll ein Helm sein. Ich dachte im Vorbeigehen, das sieht aus wie Gemüse. Schaut euch diese Kurven an. Ich hab's ein bisschen mit den Augen manchmal. Bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greif zu, bevor sie weg sind. Ja, du mich auch. So, vielleicht gehe ich noch zur Schenke. Die kaufen ja auch schon mal Fleisch. Du kannst nicht sporten, wenn du überladen bist. Das wusste ich eigentlich auch. Also manchmal... Ach, der... Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt mit mir handelt. Also prinzipiell überhaupt erstmal. Gott sei mit dir. Lebe wohl. Ja, ein Händler. Ein Händler. So, und er gibt mir 2,1 immerhin noch. Also immer noch mehr als die Dame auf dem Marktplatz. So, dann komm hier. Nimm einfach. Nimm, was ich habe. Und es ist zu viel. Was verkauft er? Das Leben im Wirtshaus. Das kennen wir aber schon. Teil 1 haben wir schon gelesen. Retterschnaps könnte ich mitnehmen. Ist aber ein bisschen drüber. Also den kann ich ja auch selbst herstellen. Und 130. Hat der sonst irgendwas, was ich haben wollen würde? Nee, ist auch alles wieder... Alles Lebensmittel und so. Na komm, dann nehmen wir den Retterschnaps mit. Ist mir egal jetzt. Tu mir mal einen davon. Ja, komm. Ein bisschen falschen muss schon sein. Sprechen wir den Preis. Ist gut. In Ordnung. Yippie. So. Okay, dann können wir jetzt fortfahren. Hat er mich gerade geschubst? Hast du mich gerade geschubst, Vogt? Dann können wir damit fortfahren, die Schmiede zu untersuchen. Obwohl, warte, dann könnte ich auch direkt hier vorne nochmal fragen. Hier ist doch auch ein Schmied. Hier sind doch auch zwei Schmiede. Aber ich nehme mal an, dass unsere Spur doch ziemlich deutlich zu Zach führt. Wo waren die noch gleich? Ganz hier vorne, ne? Ja, genau, da. Vielleicht kann ich einen von denen nach Pribislavitz holen. Hallo, Schmiede? Hier. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert.
Ich brauche einen Waffenschmied für Pribislavitz. Ach, das ist der Typ. Ah, das ist der Typ mit dem. Richtig, mit den Schwertstücken. Meine Erfahrung zeigt, dass die Leute, die uns Aufgaben geben, nicht mit nach Pribislavitz kommen, sondern da stehen bleiben, wo wir von ihnen die Aufgaben bekommen haben. Dann wiederum habe ich auch bisher noch niemals geschafft, irgendjemanden zu überreden, nach Pribislavitz zu kommen. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, ob die mich einfach prinzipiell alle ablehnen oder deshalb, weil sie vor Ort quasi noch was zu tun haben. Aber ich nehme fast an, dass er ablehnen möchte. Dass er ablehnen wird. Ich brauche in Pribislavitz einen fähigen Waffenschmied, der für meine Männer gute Klingen fertigt. Hast du Interesse? Was jetzt? Wo ich kurz davor stehe, die mächtigste Waffe aller Zeiten zu schmieden? Das Schwert der Königin von Saba? Nein, nein, das nimmt all meine Zeit in Anspruch. Ich bin sowas von nicht überrascht. Na gut, und sonst kann ich mit ihm über das Schwert sprechen. Möge Gott über dich wachen. Okay, du hast also nichts mit meiner... Du hast nichts mit meiner derzeitigen Aufgabe zu tun. Gut, hier drüben gibt es noch einen Schmied. Den finde ich sowieso sympathischer. Den mit seinem Vers hier, der Verseschmied. Vielleicht möchte der ja mitkommen. Der mit seinem mächtigsten Schwert. Also ich werde die Teile nicht alle finden für ihn. Ich glaube nicht, dass er das irgendwann fertigstellt. Ach, das ist hier der Mikesh. Also. Von Anfang an. Genau, er. Wir hören uns das jetzt nicht nochmal an. Wir kennen das schon. So, möchtest du vielleicht mitkommen? Oder erzähl mir was? Oder ich suche nach Bruchstücken. Hat er was davon? Nee, ich glaube, hatte er nicht schon mal gesagt, es war schon zu spät dafür? Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich, natürlich. Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Das ist wirklich naiv. Aber das wäre doch eine Sünde, wenn er lügt. Das kann doch gar nicht sein, dass er lügt. Oh Mann. Vor allem Heinrich, der bei jeder zweiten Quest hier die große Option zum Lügen hat. So, die Sache mit dem Kupfer, den kann ich wieder überhaupt nicht fragen nach Pribislavitz. Wie schade ist das denn? Okay, dann erzähl mir von den Schmieden. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau. Und dann gibt's noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Okay, also jeder von denen erzählt mir was über die zwei anderen. Wobei hier der Fink, oder wie der gerade hieß, bei dem ich gerade war, davon ausgenommen ist. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher. Wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Aha, okay. Ich dachte, das wäre deshalb... Ach so, vielleicht wollte der das Geschäft kaufen für seinen Sohn. Also der Meister Otto hat uns ja eben erzählt, dass die darüber gestritten haben, dass Zach das Geschäft kaufen wollte und Otto abgelehnt hat. Und vielleicht, jetzt ist halt die Frage, was der Sohn damit zu tun hat, aber vielleicht wollte er das eben aufkaufen, damit der Sohn dann dort sein Geschäft haben kann. Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Das ist natürlich nicht besonders fair und nicht besonders freundlich unter Kollegen. Aber hier scheinen alle Schmiede, also, ne, wie gesagt, hier sind irgendwie 4, 5 Schmiede in dem einen Städtchen. Die sind alle harte Konkurrenz. Wobei das ja gerade so ein bisschen klang, dass doch irgendwie jeder so seine Nische hat. Also wenn der Zach hauptsächlich für das Kloster arbeitet und der Otto ist eigentlich Rüstschmied und hier die anderen beiden sind Waffenschmiede.
Also eigentlich hat so doch jeder sein Eckchen, in dem er sich bewegt. Aber trotzdem, besonders kollegial wird hier nicht miteinander umgegangen. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Vielleicht sollte ich ihn dann doch mal nach Pribislawitz fragen. Vielleicht hat er doch Lust mitzukommen. Weil da ist wirklich Ruhe, da wäre er der einzige Schmied quasi. Also abgesehen von dem, den wir jetzt momentan aktuell haben, aber dessen Schmiede will ich ihm ja quasi geben. Also die würden in einer Schmiede zusammenarbeiten. Und er müsste sich halt nicht mehr mit Zach streiten. Wobei, wenn wir jetzt überführen können, also wenn wir Zach überführen können und nachweisen können, dass der was mit den Münzfälschern zu tun hat, dann erledigt sich das vielleicht sowieso. Dann kann sein Sohn Vitus ja Zachs Schmiede übernehmen und Zach wird verhaftet oder so. Also dann könnte sich die ganze Sache sowieso auflösen. Aber ansonsten wäre es ja eigentlich eine gute Lösung, wenn Meister Otto mit zu uns kommt nach Pribislawitz. Die Sache ist nur, dass er ja eigentlich die Schmiede nicht aufgeben möchte für den Großkotz da, den gerne Groß von dem Zach, dem Sohn. Und dann würde es halt doch so aussehen. Oder dann müsste er halt seine Schmiede hier doch irgendwie aufgeben und verkaufen. Vielleicht möchte er das halt nicht so gerne. Okay, gut, wissen wir das auch. Das wäre alles. Danke. Aber es ist halt die Frage, ob ich ihn als Rüstschmied nach Pribislawitz holen kann, wenn ich mich da eigentlich für einen Waffenschmied entschieden habe. Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Okay, nochmal, alle Wege führen zu Zach. Also ist schon sehr deutlich hier, dass wir mit Zach sprechen sollten. Oder ihn mal unter die Lupe nehmen sollten. Ich möchte das vielleicht gerne noch gerade versuchen, den Otto zu fragen. Sonst vergesse ich das nachher wieder. Wegen Pribislawitz. Ach komm, wir reiten. Ich bin so faul. Ja. Aber laufen haben wir schon auf Stufe 20. Ich muss reiten lernen. Hui! So. Was lag denn hier gerade auf dem Boden? Irgendwas sah hier gerade... Was war denn das? Irgendwas sah hier gerade merkwürdig aus. Ach, hier. Ach so, Pferdeäpfel. Ein Haufen... Pferdemist. Okay, komm, wir fragen ihn nochmal wegen Pribislawitz. Vielleicht hat er ja Bock. Hey, lauf nicht weg. Lauf nicht weg, wenn ich mit dir reden will. Meister Schmied, ich habe ein Angebot für dich. Nicht jetzt. Ich muss mich erst um diesen Bastard Zach kümmern. Komm später wieder. Ja, das hätte ich mir denken können. Möge Gott über dich wachen. Genau das, aber das ist vielversprechend, wenn er sagt, komm später wieder. Wir haben ja zum Beispiel den Konrad Hagen gehabt in Rathei, den Händler, der gesagt hat, nee, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Und Pflaumen. Schreit die hier rum. Der hat ja gesagt, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Warum sollte ich hier, ich als Bürger, warum sollte ich raus in die Wildnis ziehen und im Wald leben und da neu anfangen? Und ein neues Geschäft eröffnen. Ich habe hier alles, verpiss dich. So ungefähr. Also da glaube ich nicht, dass ich den überzeugt bekomme. Und dann gab es aber wiederum den Adam zum Beispiel, den wir jetzt von der Quest Verrußt kennen. Für den wir noch den Köhler finden müssen, der einen Kessel und ein Kreuz gestohlen hat von seiner Familie aus Scarlitz. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, ne, erledige doch erstmal die Sache, dann komm nochmal wieder und sprich nochmal mit mir. Also das klingt auch vielversprechender. Ja. Also da gibt es schon feine Unterschiede zwischen denen, die direkt sagen, nee, bestimmt nicht. Und denen, die sagen, na, erledige doch mal die Quest, die ich dir gegeben habe. Und dann sehen wir weiter. Also mal schauen. Aber das bestärkt mich in dem Glauben, dass die Leute, die eben noch Quests offen haben, dass die eben nicht mit nach Pribislawitz kommen. So, hier ist der Schmied.
Das da sollte dann Zach sein. Oder der da. Und der andere ist Vitus oder so. Du bist Zach und du bist Vitus. Spreche ich erstmal mit dem Sohn. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Na, du groß ausgebildeter Spezialist. Okay, wir können nichts anderes tun, als mit ihm handeln. Möge Gott über dich warten. Und selbst das ist nicht sicher in diesen Zeiten. Dann kommen wir zu Zach. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Schauen wir mal. Oh je, jede Menge Dinge, die wir besprechen können. Fragen wir erstmal wieder nach dem komischen Schwert. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Aha, okay. Er hat also ein Stück und er hat es dabei. Das heißt, hier wäre wahrscheinlich Taschendiebstahl angesagt. Und das ist so ziemlich alles, also von allen Fertigkeiten im Spiel ist das das, was ich am wenigsten kann, weil ich es noch niemals, 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 niemals gemacht habe. Okay, wissen wir das aber auch. Jetzt ist die Frage, wenn der irgendwas mit den Münzfälschern jetzt zu tun hat und so weiter und vielleicht verhaftet wird und hingerichtet oder was auch immer, dann kommt man da auch wahrscheinlich nicht mehr dran. Aber das ist ein Problem für einen Heinrich der Zukunft, der sowieso wenig Interesse an dem Schwert hat. Aber okay, so, was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Arbeitest du mit Kupfer? Ich brauche einen Rüstschmied. Ja, den will ich eigentlich nicht haben. So, aber hören wir uns mal an, was er über die anderen Schmiede sagt. Was kannst du mir über die Schmiede von Sasau sagen? Tja, da wäre Mikesh. Der ist ein ehrlicher Bursche, ein redlicher Handwerker. Dann gibt's noch Meister Otto. Der war mal gut, aber jetzt ist er alt und hält zu große Stücke auf sich. Okay. Ich hätte jetzt mit noch irgendwie aggressiverer Rede gegen den Meister Otto gerechnet. Ja, wie gesagt, nach Pribislavitz möchte ich ihn eigentlich nicht einladen. Ich glaube aber auch nicht, dass er... Also, ich nehme an, dass er das nicht annehmen wird, deswegen können wir es ja versuchen. Ich möchte dir etwas vorschlagen. Hast du von Pribislavitz gehört? Stör mich jetzt nicht, Jungspund. Ich muss mich um den Halsabschneider Otto kümmern. Ja, ja, war klar. Also, dass er sowieso auch wahrscheinlich nicht zur Wahl steht für den Job in Pribislavitz, weil er eben mit der Hauptquest hier zu tun hat. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Achso, der Mikesh, genau. Alle reden gut über Mikesh, dass der wirklich ein guter und fleißiger Handwerker und eine ehrliche Haut ist und so weiter. Aber das ist dann wahrscheinlich, das war glaube ich der, den wir jetzt gerade eben nochmal gesprochen haben, der Ferseschmied. Und den konnte ich ausgerechnet nicht fragen. Der klingt halt von allem so mit am besten geeignet, ne? Netter Kerl, guter Handwerker und so weiter, hat keine Probleme hier, ist nicht so fest verankert vor Ort, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber den kann man halt nicht fragen. Der scheint mir sehr sympathisch zu sein, den hätte ich ganz gerne in meinem Dorf, aber der steht da offenbar überhaupt nicht zur Auswahl, also überhaupt nicht mal die Möglichkeit, ihn zu fragen. Das ist etwas schade. So, weiter zu Zach und dem Kupfer. Arbeitest du mit Kupfer, Meister Schmied? Warum fragst du? Arbeitest du mit Kupfer? Das klang schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wenn man ein kleines Kind fragt. Hast du das und das gemacht? Hast du dir auch die Zähne geputzt? So klang das irgendwie. Hast du dies und das getan? Arbeitest du mit Kupfer? Okay, kannst du mir etwas fertigen? Ich stelle Nachforschungen an. Ja, das wäre wahrscheinlich, ist geheim. Ist auch gut. Ich denke mal, das wird ihn stutzig machen, deswegen versuchen wir es damit. Ich hätte gern, dass du etwas für mich herstellst. Frag besser woanders. Ich nehme kein Kupfer. Ich habe etwas anderes gehört und das ist auch meine erste Dialogoption. Ich wollte gerade sagen, da habe ich andere Dinge gehört. Mehrfach. Ich habe etwas anderes gehört. Was? In der Stadt sagte man mir, du hättest sämtliche Kupfervorräte aufgekauft. Offenbar macht man mich wieder mal zum Deppen. Noch was? Ich habe immer noch zu tun. Offenbar hat hier jemand was zu verheimlichen. Zurück zum Kupfer, Meister Schmied. Was? Ich habe dir gesagt, ich arbeite nicht mit Kupfer. Ich weiß, was du gesagt hast. Aha.
Okay, hier kriegen wir gerade nicht mehr heraus. Möge Gott über dich wachen. Dann werden wir unsere Nachforschungen anders fortsetzen müssen. Gut, gehen wir erstmal zu den Klostermeiern hier. Zum Klostermeier und seinem Gehilfen. Fragen da erstmal nach, was los ist. Und dann sehen wir weiter. Ah, oh, Schweinchen. Das gilt nicht als Wildschwein, oder? Ich meine, dieses Schwein kriege ich rechtzeitig zu dem Metzger. Aber das kann ich nicht machen. Oh, guck mal, wie sie sich verstehen. Oh. Ganz dicke, beste Freunde und so. Gibt es hier übrigens... hier wahrscheinlich nicht, oder? Doch, aber da kann ich mich nicht drin waschen. Das ist nicht so ein Trog. Da vorne. Nochmal schnell irgendwie durchs Gesicht waschen. So, besser ist das. Wer bist du? Bruderpförtner. Ich möchte zum Klostermeier. Dann sprechen wir... was ist denn los hier? Sprechen wir mal mit dem. Vielleicht finde ich dann irgendwas heraus. Nachdem mein Einbruch diese Nacht nichts gebracht hat. Klostermeier. Und das hier ist der Gehilfe, nehme ich an. Ja, mal sehen, wer hier der von Interesse ist. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Quecksilber. Genau wie bei dem Freskenmaler. Quecksilber. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Quecksilber. Ich weiß, wer es... Was? Hä? Was? Ich weiß, wer es war? Was? Hat das noch mit der... Moment, hat das noch mit der anderen Quest zu tun? Mit dem hier auf der Baustelle? Das ist doch Ewigkeiten her. Erzählen wir ihm das jetzt erst? Das hat nicht mit meiner aktuellen Quest zu tun, glaube ich. Aber erzählen wir ihm das einfach mal. Es war der junge Smola. Ja. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht so aus. Leszek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Das Kloster neu einsegnen. Okay, das war noch die uralte Quest mit Smola eben. Der sollte mittlerweile tot und verrottet sein, wahrscheinlich schon. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber auch die Quest, für die ich keine Questbelohnung bekommen habe. Daran erinnere ich mich noch. Dann bin ich nämlich zu Herrn Divisch gegangen, der uns ja hergeschickt hatte. Und zu dem Typen vom Steinbruch in Thallenberg. Aber niemand hat mir eine Questbelohnung gegeben für diese Quest. Na gut, das vergessen wir wieder und kommen zurück zum Quecksilber. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Aha, der Gehilfe also. Das wussten wir aber eigentlich auch. Der Freskenmaler hatte uns das auch gesagt. Genau, der Klostermeier kümmert sich nicht um solche Lappalien. Stattdessen ist der... Jetzt ist er verschwunden. Ist schon auf der Flucht hier, der Kerl. Stattdessen ist der Gehilfe dafür zuständig. Der scheint also die interessante Person zu sein. Ach, da vorne sitzt er. Okay. Das wussten wir eigentlich schon. Dann reden wir mal mit ihm. Nicht weglaufen jetzt, Freundchen. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Quecksilber. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich, gerade. Hast du doch gehört. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Was? Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Wieso? Also, weshalb kannst du mir kein Quecksilber verkaufen? 17 plus 3 gegen 9, also 20 gegen 9. Wenn du es stiehlst, steckst du in der Scheiße. Direkt mal mit dem Vorwurf um die Ecke kommen. 16 plus 3 gegen 10. Und lüg mich nicht an. 20 gegen 7. Wow, ich habe verdammt gute Werte gerade. Was ist denn los hier? Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das sollte alles funktionieren. Die Frage ist, wie möchte ich vorgehen? Lüg mich nicht an. Ja, hier direkt der Vorwurf. Wenn du es stiehlst, steckst du in der Scheiße.
Oder weshalb kannst du mir kein Quecksilber verkaufen? Versuchen wir es erstmal noch auf freundliche und diplomatische Weise. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Es ist nicht... Ich... Ach, Scheiße. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Aha, Jeschek. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Stand er in dem Buch? War das der mit der merkwürdigen Zahlung? Finde heraus, woher die Münzfälschung... Achso, das haben wir gerade. Wie solltest du ihnen das... Sprich mit Meister Fafer. Ach, jetzt muss ich wieder zurück nach Ratai. Okay. Wie solltest du ihnen das Quecksilber bringen? Womit drohten sie dir? Ja, fragen wir wieder. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Aha, sieh dich am Übergabeort der Rohstoff um. Ist jetzt die Frage, was ich zuerst mache. Ich hätte jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass ich jetzt zurück nach Ratai gehe und mit Fafer spreche. Da würde ich mir eher jetzt den Übergabeort anschauen. Die Frage ist, ist irgendwas davon optional oder nicht? Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Nun gut, hab Dank. Mach's gut. Das fand ich jetzt nicht so besonders spannend, schon von der Frage her. Womit haben sie dir gedroht? Ist doch eigentlich egal. Sie haben ihm gedroht mit irgendwas, was ihn überzeugt hat. Ich guck nochmal gerade in das Buch rein. Ach nee, das war ein ganz anderer Name. Die seltsame Zahlung, Peter, irgendwas. Okay. Ich hatte das Gefühl, irgendwie Jeschek schon mal gehört oder gelesen zu haben, aber da habe ich mich scheinbar geirrt. Zumindest weiß ich gerade nicht, woher der Name stammen sollte. Na gut. Okay, dann schauen wir uns den Übergabeort an, denke ich mal. Oder ich gucke erstmal, schauen wir erstmal in die Questbeschreibung nochmal rein. Zack, zack, zack. So. Zach ist sehr verdächtig. Ich sollte ihn mir sehr genau ansehen. Okay? Habe ich ja. Ich habe direkt vor ihm gestanden. Meister Fafer könnte bereits in Sasau... Ach so, Meister... Ah, der ist auf dem Weg hierher. Dann muss ich gar nicht zurück nach Ratai. Ja gut, dann geht's ja. Meister Fafer könnte bereits in Sasau eingetroffen sein. Ich sollte ihm von meinen Erkenntnissen berichten und die nächsten Schritte mit ihm besprechen. Ach so, ich hatte das irgendwie nicht... Nicht oder nicht mehr auf dem Schirm, dass der scheinbar auf dem Weg nach Sasau war. Die Rohstoffe zum Fälschen wurden bei einer Kapelle südlich der Sasauer Wälder übergeben. Ich sollte mich dort umsehen. Okay, nichts davon ist optional. Ist halt die Frage, muss ich mit Fafer reden? Nee. Ja, manchmal ist das oftmals, ist es dann so, dass die sich nachher beschweren, warum hast du mir nicht zwischendurch irgendwas erzählt über das, was du so tust? Oder es ist halt irgendwie wichtig? Also ist halt die Frage. Naja, lass mal auf die Karte gucken. Da oben. Okay. Zieh dich am Übergabeort um. Da ist eine Kapelle. War ich hier schon? Ach doch, ich bin hier rumgerannt. Genau, als ich hier auf Hasenjagd war, glaube ich. Ich habe irgendwas gejagt für die Leute hier, für die Krankenstube Fleisch. Aber eine Kapelle hatte ich da nicht auf dem Schirm. Dann gehen wir hier aus dem Tor raus. Dann schauen wir uns da erstmal um. Ah, ich habe schon wieder Hunger. So, aber die Richtung sollte stimmen. Auf dem Hügel bei einer Kapelle. Auf die Kapelle bin ich gerade mal gespannt.
Schauen wir mal. Ah, hier sind wir auf jeden Fall im Bereich drin. Lager. Ich habe ein Lager. Das ist... Okay. Aha. Wer seid ihr? Wahrscheinlich sind sie nicht freundlich, oder? Banditen. Ihr seid Banditen. Warum... Sieh dich am Übergabeort um. Kämpfen wir nicht oder so? Ich könnte einen Happen vertragen. Habt ihr kein Problem damit, dass ich... Ich kann einfach mit denen reden. Na gut, okay. Banditen. Reden. Na gut. Hat er nicht was von der Kapelle gesagt? Das ist ein Lager. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Was sind denn das für Banditen? Rennst du ins Banditenlager rein? Warum sitzt ihr hier rum? Aussicht genießen. Also das ist merkwürdig. Sie verhalten sich nicht wie Banditen, sonst hätten sie mich angegriffen und überfallen. Und wir verhalten uns nicht, als würden wir sie für Banditen halten, obwohl Bandit dran steht. Was natürlich eigentlich für Heinrich nicht dran steht, aber sonst weiß der auch immer alles schon direkt. Also, komische Szene mal wieder. Ja, dann störe ich euch nicht weiter, ne? Ne, wir fragen mal direkt nach Rapota. Sagt dir der Name Rapota irgendetwas? Rapota, sagst du? Rapota. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Ja, ich hätte gedacht, dass sie mich daraufhin jetzt vielleicht sogar angreifen. Na gut, ich mache Kleinholz aus euch. Also dann kann ich quasi, ich drohe. Ich würde damit nicht direkt angreifen, aber ich würde drohen und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Er scheint mir nicht besonders eingeschüchtert zu sein. Ich hätte meinen Helm anziehen sollen. Ich habe meinen Helm wieder nicht an, weil wir noch in einem Gespräch sind. Und dann ist das unhöflich. Er scheint mir auch gerade sehr unhöflich zu sein, weil er einen Helm trägt während des Gesprächs. Also ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Sehr eingeschüchtert scheint er mir nicht zu sein. Ich denke mal, dass das einen Kampf auslösen würde. Und ansonsten, ich untersuche ein Verbrechen gegen den König. Der sieht mir jetzt auch nicht so aus, als würde ihn das besonders interessieren, aber den Werten nach sollte das funktionieren. Das wären 18 gegen 0. Also irgendwie, der scheint sehr, keine Ahnung, ist der sehr königstreu? Ich weiß es nicht, macht jetzt nicht so den Eindruck bei Banditen, aber wir versuchen das einfach mal. Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal. Was soll das heißen, Verbrechen gegen den König? Ich halte bloß die Augen offen. Wenn ein Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Wird dafür bezahlt, mehr nicht? Na also, geht doch. Okay. Wo steckt Rapota? Wer holt die Waren ab? Danke und genießt die Aussicht. Ich vergeude hier eure Zeit. Ich vergeude eure Zeit? Ihr vergeudet hier eure Zeit. Ich wollte gerade sagen, das ergab irgendwie keinen Sinn. Nochmal, der wird dafür bezahlt, dass er schaut, ob ein Wagen kommt und dass den Wagen niemand überfällt? Ich dachte, er überfällt den Wagen vielleicht. Vor allem, wenn hier steht, wer holt die Waren ab? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Also, der Gehilfe bringt die Waren hierher. Aber der bringt die doch nicht mit einem ganzen Wagen, oder? Ein bisschen, ich weiß nicht, wie wird das Quecksilber, in welchen Mengen wird das geliefert und wie wird das verpackt sein? Also liefert er das mit einem Wagen und der Typ hier guckt dann halt nur, dass dem Wagen nichts passiert und bringt es weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich dachte hier, der Gehilfe legt hier ein Bündel hin und irgendwer nimmt das mit. Aber dass die hier davon sprechen, einen Wagen zu beschützen, ist irgendwie komisch. Wir fragen uns einfach mal wieder durch. Wo steckt Rapota? Weiß nicht, ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben. Hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wen. Oh, vielleicht sollte ich mich mal rumdrehen oder so. Oder Ulrich. Vielleicht beobachtet er Ulrich, das könnte man sich vorstellen. Oder den Pfeifer, wenn der Pfeifer jetzt da ist.
Wer holt die Waren ab? Weiß nicht. Die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Aha. Na, der ist jetzt sehr mitteilungsfreudig gerade. Erzählt mir jetzt alles hier. Ja. Danke und genießt die Aussicht. Warum das? Ihr vergeudet hier eure Zeit. Warum sollte ich das sagen? Was meine ich damit? Warum? Also kommt jetzt keiner mehr? Bringt der Helfer jetzt kein Zeug mehr? Oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Ich würde das gerne sagen. Einfach so, hey, danke und genießt die Aussicht. Das wäre lustig, so. Aber ich glaube, dass das hier nochmal irgendwie, naja, nicht wichtig sein könnte, aber irgendwie mir hilft, die Situation besser zu verstehen, glaube ich. Ich sag's euch als Freund. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Rapota ist abgehauen und wird sich hier nicht so schnell wieder blicken lassen. Ihr könnt packen und heimgehen. Was? Der Scheißkerl schuldet mir 1 Dutzend Groschen. Verdammt, was jetzt? Hier bleiben wir jedenfalls nicht. Danke für die Information. Hätten sonst vielleicht wochenlang hier gesessen. Okay. War das gelogen? Oder nicht? Ich verstehe es nicht. Wissen wir, was mit Rapota passiert ist? Wir haben doch eben das erste Mal von dem gehört. Das heißt, ich weiß doch gar nicht, ob Rapota abgehauen ist. Überall Dreck und Gestank. Die gehen jetzt weg hier wahrscheinlich. Komisch. Irgendwie verstehe ich die Situation. Oh, eine Kiste. Gut, wenn die beiden jetzt gleich gehen, kann ich mir die Kiste mal anschauen. Aber irgendwie habe ich die Situation nicht verstanden. Also der Helfer hat hier das Quecksilber hingebracht und Rapota hat es abgeholt. Was haben dann die beiden überhaupt hier getan? Und Rapota ist jetzt schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Es kamen andere mit finsteren Gesichtern. Woher weiß ich denn jetzt, ob Rapota abgehauen ist oder nicht? Oder ob der vielleicht nicht doch jemanden verfolgt oder so? Habe ich die jetzt belogen, damit die gehen? Und damit ich hier den Platz einnehmen kann, für den Fall, dass jemand von den finsteren anderen Leuten kommt? Irgendwie gerade verstehe ich das nicht. Aber das mag an mir liegen, weil ich einfach, keine Ahnung, heute generell verwirrt bin und der Sache nicht folgen kann. Okay, was anderes als die Kiste gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich esse mal eine Kleinigkeit. Komisch, irgendwie kann ich der Geschichte gerade nicht richtig folgen. Ich weiß gerade noch nicht so genau, was Heinrich hier bezweckt. So, mit der neuen Spezialisierung, dass der Startpunkt schon näher am Ende ist. Juhu! Na, das hat gut funktioniert. Oh, hier steht aber stehlen. Na, wow. Okay, das will ich gar nicht haben. Ich wollte nur die Kiste knacken. So. Und hat der Typ nicht... Hat der nicht von der Kapelle gesprochen eben? Ich habe mich schon gewundert, was ich hier übersehen habe. Auf dem Hügel bei der Kapelle? Aber hier ist doch nichts. Oder habe ich das auch missverstanden? Irgendwie... Ich weiß nicht, was ist hier los? Die Rohstoffe wurden bei einer Kapelle südlich der Sasauer Wälder übergeben. Ich sah mich dort um und stieß auf einige Söldner, die offenbar den Übergabeort bewachten. Aha. Hier ist keine Kapelle. Oder ist das ein Übersetzungsfehler? Ich weiß gerade nicht, was... Oh, warte. Ach, Waldmensch. Ah, okay. Das haben wir beim Jagen als Spezialist. Ach, hier. Nee, das ist aber keine Kapelle. Das ist irgendwie ein altes, kaputtes Haus. Ist das nicht sogar die Höhle? Doch, ich glaube schon. Kann man da nicht irgendwie... Konnte man nicht irgendwo hier reingehen und dann ist da noch irgendwie... Doch, genau, hier. Hier ist nämlich eine Leiter nach unten und da unten steht aber, glaube ich, eine Kiste, die sehr schwer zu knacken ist. Die ich also vermutlich nicht knacken kann. Ich meine, ich kann es versuchen, aber ich glaube, das wird noch nicht reichen, was ich bis jetzt am Schlösser knacken kann, um das überhaupt zu versuchen. Man kann ja
sehr schwere Kisten nicht von Anfang an. Ach stimmt, genau, er hier, dem der Balken auf den Kopf gefallen ist, ne? Ja. Hm. Sehr ungünstig. Autsch, ich erinnere mich. Richtig, richtig. So. Ach, schwer ist das nur, nicht sehr schwer. Kann ich das versuchen? Oh, ich kann das versuchen. Ich kann jetzt schwere Schlösser versuchen. Kann ich es auch schaffen? Das weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt schwere Schlösser knacken? Das ist ja cool. Das ist das erste Mal, dass ich ein schweres Schloss versuche. Oh Gott. Oh, das war, dafür, dass es schwer war, war es leicht. Klingt komisch, ist aber so. Hey, Dinge, Würfel für ungerade Zahlen. Hey, ein neuer Würfel. Den haben wir schon mal. Okay, dann haben wir, wer braucht Schlüssel 3? Kann erst nach Erreichen von Stufe 10 gelesen werden. Immerhin, ich glaube, ich habe noch das Buch 4 oder so, das erst ab 15 gelesen werden kann. Weiß ich gerade nicht mehr, aber es kommt mir bekannt vor. Das hier kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Also ab Stufe 10. Na gut, wird auch noch ein bisschen eine Weile dauern, aber immerhin. Rezept für Gegenmittel. Heilt dich von Vergiftungen. Okay. Und Groschen, yeah, 349, fast 350 Groschen. Auch nicht schlecht. Ein Eibenlangbogen, edle dunkle Stuhe. Schuhwerk aus hochwertigstem Material, das den vornehmsten Füßen genügen muss. Die sind aber auch ordentlich hier, die sind fast 1000 Groschen wert. Nicht schlecht. Und Augsburger Plattenbeinlinge, 2,5. Also 2500 Groschen wert. Nicht schlecht. Coole Kiste. Gut, dass ich doch nochmal nachgeschaut habe hier, ob ich die jetzt öffnen kann. Also jetzt kann ich auch schwere Schlösser öffnen. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich glaube, wenn ich jetzt künftig noch schwere Schlösser gefunden hätte, hätte ich gar nicht versucht, die zu öffnen, weil ich davon ausgegangen wäre, dass das nicht klappt. Aber das klappt. Ich kann. Ich kann es jetzt zumindest versuchen. Und es kann auch funktionieren. So, Fackel wieder weg. Ja, aber Kapelle, wie gesagt, vielleicht ist das auch ein Übersetzungsfehler oder eine ungenaue Übersetzung. Ich weiß gerade nicht, ob es da ähnliche Worte gibt. Okay, der Weg hier führt einfach raus aus dem Wald und der führt ja wahrscheinlich, in die Richtung führt er wahrscheinlich quer durch. Oder führt der irgendwo hin? Ja, aber auch hier ist, also zumindest keine Kapelle im Sinne eines Gebäudes. Ja, der Weg führt einfach quer durch und hier ist aber auch nichts. Es sei denn, das hier war mal einer, aber das sieht auch nicht so aus. Das sieht nicht aus, als wäre es mal ein sakrales Gebäude gewesen. Oh, Tiere. Da vorne. Aber das Fleisch kriege ich sowieso wieder nicht rechtzeitig irgendwohin geschafft. Deswegen macht es gerade keinen Sinn. Na gut, okay. So, dann haben wir uns den Ort angeschaut. Und wir könnten dann mal mit Meister Pfeiffer sprechen. Das ist eine unserer Richtungen. Ich schaue nochmal rein in die Quest. So, Genau, finde heraus, wer in Sasau mit Kupfer arbeitet. Dafür sollte ich mir den Zach ganz genau ansehen, was auch immer das bedeutet. Vielleicht nachts mal bei ihm ein bisschen herumstöbern oder so. Oder ihn beobachten. Keine Ahnung. Ansonsten sprich mit Meister Pfeiffer. Schauen wir mal, ob das irgendwie tatsächlich wichtig ist. Also ob der neue Hinweise hat oder eine neue Richtung für uns. Oder ob das einfach so, einfach um nett zu sein und ihn auf dem Laufenden zu halten. Also so wie wir damals hätten mit Hauptmann Bernhard sprechen können, das aber nicht getan haben. So können wir jetzt vielleicht mit Meister Pfeiffer sprechen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich wichtig ist, das zu tun. Oder ob es einfach nur so nett ist. Ich halte dich mal auf dem Laufenden. Ich informiere dich mal über das, was so losgeht. Was so los ist, was so abgeht. Ist halt ja. Die Frage jetzt. Werden wir gleich sehen.
das wirklich wichtig ist oder ob ich die Quest einfach für mich auch auf meine Weise machen könnte und ihm einfach nur ganz am Schluss das Ergebnis mitteile oder so. Das ist quasi die Frage. Schauen wir mal. So. Ja, da sitzt der Ulrich auch. Ist der Pfeiffer auch schon hier? Ach, oder ist der Moment, ist der woanders? Ach, der ist hier unten. Okay. Na gut, dann sprechen wir da unten mit ihm. Ich dachte, der wäre auch hier im Gasthaus. So, das machen wir jetzt noch. Zu Meister Pfeiffer reiten und mit ihm sprechen. Und dann wird wahrscheinlich schon wieder gut sein für heute. Schauen wir mal, je nachdem, was er jetzt sagt. Ob das eine geeignete Stelle für einen Cut ist. Wäre es eigentlich jetzt schon gewesen, bevor ich mit ihm spreche, aber das habe ich verpennt. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zu ihm, also machen wir das jetzt noch. So, da drüben ist er irgendwo. Hier? Aber beim Vogt oder was? Wohnt hier der Vogt? Oder arbeitet hier der Vogt? Hier ist Meister Pfeiffer. Was hat er denn an? Hatte er nicht auch irgendwie... Hatte er nicht mehr auch solche Klamotten an irgendwie? So ein bisschen vornehmer? Sasauer Schreiber? Was? Sah der nicht anders aus, der Pfeiffer? Ich weiß es nicht. Oder es kommt halt durch die Klamotten. Kleider machen Leute und so. Hat er nicht andere Klamotten angehabt? Jetzt ist er sehr leger gekleidet hier. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ja, ich meine, der hätte vorher irgendwie auch einen Hut angehabt, so eine rote Käppi da und rote Klamotten oder so. Der sah ein bisschen vornehmer aus. Das sieht fast aus, als wäre er im Nachtgewand jetzt hier. In der Joggingboots sitzt der hier, ist am Arbeiten. Also, wir sprechen über die Fälscher. Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Ah, okay, es macht sogar Sinn. Schau mal, ist mir direkt aufgefallen. Also, er will nicht auffallen, das ist mir direkt aufgefallen. Es ist mir sofort aufgefallen, dass dieser Mann nicht auffallen möchte. So auffällig ist er unauffällig. Auffällig, unauffälliger Meister Pfeiffer, alles klar. Gut, macht also auch Sinn, wird sogar thematisiert. Heinrich ist es auch aufgefallen, dass er unauffällig sein will. Okay, ich höre auf damit. Wieso? Ich verstehe. Verstehe ich es oder wieso? Ja, eigentlich verstehe ich's. Aber Heinrich ist so ein bisschen trottelig, ne? Nein, Heinrich ist jetzt auch mal ein cleveres Böschchen. Wir verstehen das. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Sehr wenig. Ich weiß, woher sie das Quecksilber haben. Ansonsten sehr wenig. Ja, aber das mit dem Quecksilber weiß ich ja schon mal. Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Ja, aber mir ist dort nichts Besonderes aufgefallen. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Standswerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Ah, wir werden ihn bestimmt erwähnen. Lebe wohl.
Sieh dich in der Gravurwerkstatt um. Okay. Ja, Jerome heißt er also tatsächlich. Jetzt wurde der Name auch mal ausgesprochen hier. Wir kennen ihn ja schon von dem Moldavid damals. Wir mussten ja hier schon mal her, um das, was war das? Diadem, Amulett, keine Ahnung, irgendwas mit dem Moldavid für Herrin Stefanie zu besorgen. Da haben wir ihn schon mal kennengelernt und gesprochen und er hat uns dann losgeschickt, um den Händler Fizek zu finden. Wegen des Moldavids eben. Also der. Und mit dem sollen wir jetzt sprechen, wegen des Stammzwerkzeugs. Ja, und er sagt halt, wir sollen ihn nicht beleidigen und er würde es vorziehen, man würde ihn nicht erwähnen. Ich nehme fast an, dass, naja, wir werden zumindest die Möglichkeit haben, ihn zu erwähnen. Und dass dadurch vielleicht auch die Überredung, wie auch immer sie sein mag, leichter fällt. Und Äpfel. Ach, schreien ja alles so mega laut. So frisch sind sie. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was ich sagen möchte, weil die Weiber hier so rumschreien. So, also so stelle ich mir das vor, dass er irgendwie sagt, ich möchte darüber nicht reden oder ich habe nichts gehört und wir dann aber die Möglichkeit haben zu sagen, hör mal, Meister Pfeiffer schickt uns. Fällt dir nicht vielleicht doch was ein? So könnte ich mir das vorstellen. Naja, aber wie das denn so sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Denn ich würde sagen, für heute war es das. Ich reite einfach wieder zurück zur Schenke, zur Taverne, weil das ein guter Ausgangspunkt ist. Und dann werden wir uns wohl in der nächsten Folge den Schmied Zach nochmal ganz genau ansehen, wegen des Kupfers. Und wir werden mit dem Meistergraveur Jerome von Schlesien sprechen und herausfinden, ob der etwas von einem Stammzwerkzeug gehört hat. Und ja, so kommen wir Schritt für Schritt den Münzfälschern auf die Spur. So, es bleibt also spannend. Bleiben Sie dran. Auch das nächste Mal wieder bei CSI Böhmen. Wir loben und füttern noch einmal kurz den Hund. Und dann war es das für heute. Ganz fein. Ganz feiner Hund. So ist's recht. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, ich habe ja hoffentlich nicht alles verkauft. Oh, nein, das ist auch schon wieder oben. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Eigentlich möchte ich meinem Hund nichts geben, was schon abgelaufen ist. Nicht, dass der Bauchschmerzen kriegt. Na, jetzt muss ich für ihn noch was Frisches holen. Geht nicht anders. Muss gemacht werden. Bitte handle mit mir, bitte handle mit mir, bitte handle mit mir. Mach's gut. Ach, Glück. Kaufen irgendwas mit Fleisch. Gib mir irgendwas mit Fleisch. Gebratene Ente. Also richtig edel. 19,2 Groschen. Nichts ist mir zu fein für den Hund. Gebratene Ente kriegt das Tier. Kommt sofort. Lässt sich was am Preis machen? Das hoffe ich doch. Ist gut. Komm schon. Komm schon. Da, bitte sehr. Na, ist schon dreist. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Komm schon, es ist ein Stück Fleisch für den Hund. In Ordnung. Okay. So. Nichts ist mir zu gut für den Hund. Komm her. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, etwas Leckeres für dich zu finden, Jovi. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Boah, dieser blutige Rabenschnabel da an unserem Gürtel. Hier, gebratene Ente. So gut hat Heinrich in dem Spiel noch nicht gegessen. Ein Viertel gebratene Ente macht ganz schön satt. Boah, krass. Sattheit 26, tatsächlich. Aber es ist für den Hund. Es ist für den Hund. Boah, dieser verwöhnte Köter. Ah, wenigstens, er ist wenigstens dankbar. Sehr gut, Hundeflüsterer verbessert. Was sagt die, die Folgsamkeit? 99, bist du dir sicher? Denk nochmal drüber nach. Gebratene Ente, mein Freund. Gebratene Ente gab's. Tja, respektlos.
Okay, so, das war's jetzt wirklich für heute. Wir machen in der nächsten Folge dann hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und sage mal tschüss, macht's gut und bis dann.